Wir reden jetzt einfach einmal so ins Blaue. Das ist auch interessant, dieses Sprichwort ins Blaue reden. Das heißt, in die Welt hineinreden, wo eigentlich keiner ist, der das hören kann. Das sind die einfachsten Sätze, die man hier, wenn man naturwissenschaftlich geprägt ist, das heißt vollkommen verblödet ist. Das klingt jetzt immer wie eine Beleidigung. Nein, das ist eine wertfreie Beschreibung von dem, was ist. Man muss sich das klar machen. Und dann hat man immer diese Normen von Ethik oder die Moral. Und ich kann da nicht oft genug darauf hinweisen, das hebräische Wort für Moral ist Moser. Und das heißt auch Angeber, Denunziant, Schwarzmaler. Die Tradition. Du hängst in einer Einseitigkeit von Wertungen und das ist die Quelle von Leid. Und es gibt keine größeren Angeber wie Moralisten, die nämlich permanent definieren, was richtig und was verkehrt ist. Und das ist die Selbstentheiligung. Ich baue auf dem letzten Selbstgespräch nochmal an in Bezug auf die Naturwissenschaft. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts die vollkommene Entgeistigung, sprich die Entgöttlichung der Welt war. Wir brauchen jetzt wieder eine Wiederverzauberung unserer Traumwelt. Sie ist nämlich zauberhaft und wundervoll. Das stimmt. Und das Geheimnis liegt in der Sprache, es ist ein Matrix-Programm. Wenn du jetzt. Wir fangen da einfach mal an. Ich übertrage mal den Bildschirm dazu mit Ton. Und es ist ja alles getimed in einen Zeitcode. Ich habe darauf hingewiesen, dass dieses Wissensstand auf dem, die Wissenschaft auf dem Prüfstand ist ein wunderschöner Vortrag zwischen den Kirchhoff und seiner Tochter. Die denken wir uns jetzt natürlich bewusst aus als ein bewusster Geist, aber ich mache mal einen anderen Startpunkt. Wir springen mal. Das ist ein Startpunkt, den ich in dem vorhergehenden Video benutzt habe. Da geht es um einen Stoffwechsel. Das übrigens, da kann man gleich einmal, wenn ich den Stoffwechsel kurz nochmal anspreche, was ist eigentlich Stoff? Und da wird es dann schon sehr interessant. Das ist natürlich zuerst einmal ein Gewebe in natürlichen Fasern. Wir springen ja gleich einmal in die Etymologie runter. Und dann kriegst du, Stoff ist Materie in ihrer körperhaften, gegenständlichen Erscheinungsform. Das heißt schlichtweg und einfach, alles, was du als Information zu sehen bekommst, ist letztendlich der Stoff, der ständig in dir wechselt. Und jetzt ist es natürlich interessant, wenn wir das hebraisieren. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, dass wir zuerst einmal hier dieses SD, das sind immer raumzeitliche Spiegelungen. Wir befinden uns in unserem Spiegeltetraeder. Das sind Abirrungen, Abtrünnige, diese SD. Und wenn man jetzt hier dieses OFF, da ist es ganz interessant, da gebe ich immer einen kleinen Tipp. Welche hebräische Wörter haben auch im Wort insgesamt, dass man das hat, diese Radix PP bzw. FF? Wir schauen einfach, gibt es hebräische Wörter, wo dieses PP, BH, BH ist ja derselbe Buchstabe, PF, wo das vorkommt. Und das ist dann ganz interessant. Das ist erst einmal etwas, was dich bedeckt, was dich einwickelt. Beginnt schon mit Bedecken und Einwickeln. Das Näseln würde ich jetzt nicht sagen. Wichtig ist es aber, dass man hier von vornherein weiß, dass die Nase Aff ist. Und das ist der Zorn, hast Nase und Zorn, das ist das, was über das Panim-Penim, über dein Gesicht, über dein Inneres hinausragt. Ich werde jetzt in die Worte nicht reinspringen, da setze ich jetzt ein gewisses Wissen voraus. Panim heißt das Gesicht, die geistige Sicht, und Penim heißt innen. Und wir haben jetzt unser Gesicht vorgestellt, ragt die Nase, dieses ragt drüber hinaus. Dann kriegst du näsig, aber du hast schon wieder diese Schöpfung mit zwei Facetten, PP. Ist das, was dich umfängt, umgibt, was dich umhüllt. Das ist der Stoff. Du bist immer im Zentrum. Diese 200 Gramm rote Gnede musst du dir jetzt am Punkt vorstellen. Du musst es spiegeln. Wir machen die 200 Gramm rote Gnede zu einem Punkt und diese oberflächliche Form ist das, was dich einhüllt. Ich habe das so oft erklärt in Selbstgesprächen, dass ich definitiv sage, ich rede ja von roter Gnede und das Rot steht ja für die Energie, die weder vernichtet noch vermehrt werden kann, die ein absolutes Nichts ist. Und das, was du siehst, wenn ich die Gnede umforme, wenn ich immer sage, das ist ein Teller, ein Büppchen, ist ja die Form. Was ist die Form als Ding an sich? Diesbezüglich, wenn ich mir jetzt eine Gnede denke, ist die Form eigentlich nichts. Als Ding an sich. Es ist ja eigentlich immer Gnede. Und jetzt spiegeln wir das. Jetzt machen wir die Gnede zu nichts, sondern wird die Form zu etwas. Das ist das, was du als Information zu sehen bekommst. Das eigentlich genau genommen auch nichts ist, aber für dich ist es dann ja was.
Und jetzt kommt es, sobald du eine sinnlich wahrgenommene Information in dir erlebst, bist du vollkommen in den vier Stufen der Vergessenheit, die ich zigfach erklärt habe, wo es auch einzelne Selbstgespräche drüber gibt, was die vier Stufen der Vergessenheit sind. Ist auch nur eine Definition von Informationen, die du unbewusst tätigst. Das Umgeben, Umgeben, du merkst es hier, das schwingt, das schwankt, ein Schwingen, ein Schwangen, ein Schwanken, das ist überall die Radix mit BB. Ein Umarmen, jetzt mit Seitenzahlen versehen, das machen wir jetzt dann gleich. Das heißt, wir brauchen immer so Framepunkte, wo wir uns hin in den Computerprogramm brauchen wir immer irgendwelche Punkte, wo wir uns in diese Datei, in die Kollektion hineindenken. Dann an der Schwelle stehen, da steckt die Schwelle, die logische Welle. Du stehst dann am Eingang dazwischen, dieses FF, wir sind da dazwischen, zusammengedrängt, zusammendrücken, ein Gedränge. Da können wir jetzt runterfahren, du wirst merken, du bist in dem Kontext mit diesen zwei Seiten. Wir können natürlich auch Folgendes machen, dass wir ganz schlichtweg und einfach einmal das deutsche Wort Stoff suchen, was es für hebräische Wörter für Stoff gibt, was auch sehr, sehr aufschlussreich ist. Denn das beginnt schon zuerst einmal mit einem Gewebe. Ein Stoff ist ein Weben. Und jetzt haben wir schon unser W, unser W, schau das kleine Bild an, ist genau genommen E. Man muss hier bei vielen, vielen Sachen genau aufpassen, man nimmt sich nicht die Zeit dazu. Ich mache mal, fällt jetzt spontan was ein. Ich habe gestern die positive Wissenschaft ganz kurz angesprochen. Ganz kurz angesprochen. Diese positive Wissenschaft, eine kleine Sache, wo ich sage, es bezieht sich auf das, was ist. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Dieser Stoffwechsel in uns ist eigentlich nur ein anderes Wort für Informationswechsel. Mhm. Aber von wo nach wo gehen diese Informationen? Sie tauchen auf und sie verschwinden wieder und das Ganze passiert in unserer Transversalen. Es ist zum Beispiel hier so ein Werturteilsfreiheitspostulat. So nennt sich das auch von Max Weber, den habe ich nämlich nicht angesprochen. Wenn man das jetzt nämlich hebraisiert, das X ist ja in der hebräischen Umschrift dieses Chat, dann heißt es vom Bruder, ist ein doppelt aufgespanntes und jetzt muss man wissen, dieses Wort Eber ist Ivri. Das ist das hebräische Wort. Doppelt aufgespanntes Eber, dann machen wir den wieder normal. Die schreibt sich ja so, das ist der Hebräer, aber das ist auch vom Jenseits kommen. Das ist jetzt erst die eine Seite, es kommt letztendlich aus deiner ausgedachten Vergangenheit, die es ja eigentlich nicht gibt. Das dreht man rum. Das ist jetzt der Entwicklungsstadium in der Matrix und das ist jetzt erst einmal ein Einherziehen, ein Hinübergehen, ein Überschreiten, ein Vorbeigehen, ein Vorübergehen. Es taucht auf und verschwindet wieder, es kommt und geht, es kommt und geht. Es wird viel komplexer, wenn wir uns jetzt das anschauen. Und ich habe da schon darauf hingewiesen, diese kleine Radix, die du in jedem Wörterbuch findest, wo hier, das sind jetzt die klassischen Wörterbucheinträge, die hier fett geschrieben sind. Das findest du praktisch in jedem Wörterbuch im Prinzip, ob das jetzt Hebräisch, Deutsch, Hebräisch, Englisch, Hebräisch, Spanisch ist. Das hier unten, das ist die Auslegung der Itzhak Luria Akademie. Das ist mehr oder weniger eine jüdische Gesellschaft. Denken wir uns jetzt aus in Rotterdam. In Rotterdam, die Itzhak Luria Akademie. Das ist tiefgehende Bibelforschung in Verbindung mit Physik. Und diese ganzen Übersetzungen von alten jüdischen Schriftgelehrten, das ist alles korrekt, bezieht sich alles auf diese kleine Radix. Das wird jetzt sehr interessant. Wie gesagt, es wird auch oft übersetzt von einer Seite zur anderen gehen, vom Jenseits kommend. Ich sage einfach, das Spiel, es taucht aus der Datei, in dem alles gleichzeitig ist, eine Facette auf. Aus dem Bücherregal ziehen wir einen kleinen Augenblick, das heißt ein einziges Wort auf einer Seite, auf einer Zeile, in einem Buch von tausenden von Büchern heraus und bringen das auf den Bildschirm zur Anschauung. Das kann man dann noch feiner stufen. Und das ist also hier dieses Spiel, wenn wir den Stoff geben, wir sind bloß bei dem Gewebe, bei dem Weben. Darum habe ich jetzt hier ganz kurz hier diesen Weber, Max Weber, in Sinn gekommen, immer bei dem W-Denken an das englische W, doppelt aufgespannt, ist eigentlich E. Und Eber, der Ivri, dieses schöne Wort, das führe ich dann, wenn wir I dran hängen, dann kriegst du praktisch mein Hinübergehen, Hebräisch, der Hebräer,
Und das, was die Hebräer natürlich überhaupt nicht wollen, das ist, wenn wir noch ein N dran hängen, das ist die hebräische Existenz der Ivrin, heißt jetzt Gesetzesverletzer und Verbrecher. Denn nämlich auch der jetzt von dir ausgedachte, wohlgemerkt, den erschaffen wir, und du musst aufhören, irgendeinen Gedanken, den du denkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie er ist. Das ist der erste große Schritt. Wenn du ein bewusster Geist bist, wirst du niemals irgendjemanden oder etwas, was du dir denkst, vorwerfen, dass es genauso ist, wie du dir das jetzt denkst. Es existiert nur jetzt, hier und jetzt, weil du es denkst, und es wird genauso sein, wie du dir es denkst. Also hör auf, irgendwelchen bösen Menschen vorzuwerfen, die du dir eventuell jetzt denkst. Und als träumender Geist kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst, was du denkst. Vorzuwerfen, dass die jetzt existieren, hier und jetzt in deinem Kopf, und zwar genauso, wie sie von dir gedacht waren. Darum betone ich, da außen gibt es keine dummen Politiker, die gibt es hier und jetzt in deinem Kopf. Und wenn du dir da Gedanken machst, dass diese dummen Politiker, die jetzt an der Macht sind, die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, ist ja das Schlimme, da die ja angeblich demokratisch gewählt wurden, wie blöd müssen die Menschen sein, die diese Menschen wählen. Aber jetzt sind wir doch schon wieder, jetzt denkt man schon wieder Menschen aus. Das ist, wenn du da mal selber zum Denken anfangen würdest. Ich nehme mal unseren aktuellen Bundeskanzler. Mit den ganzen Affären, die er hatte, in Verwebungen mit Macht, mit Geld, mit Banken, der dann bei Befragungen als Oberbürgermeister, und wohlgemerkt, ich kritisiere jetzt nicht das, was ich denke, sondern ich führe dir jetzt was ins Bewusstsein mit Worten, du machst dir aus den Worten jetzt Vorstellungen. Wo dann schlichtweg und einfach in Untersuchungsausschüssen, da ja bewiesen ist, dass er mit denen Gespräche hatte, dass er sagt, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Wenn der so massiv vergesslich ist und es wird ihm dann verziehen, man sollte sich als Volk keinen Kanzler auswählen, der offensichtlich an dement, der hochgradig dement ist. Das ist das, was ist. Aber da müsste man selber denken und erwarte nicht von den Menschen, die du dir ausdenkst, dass die geistreich denken können, solange du nicht selbst geistreich denkst. Und darum ist es auch, egal was du denkst, ob du die Chinesen ausdenkst oder Amerikaner ausdenkst, sie entstehen hier und jetzt, wenn du sie denkst, und die werden für dich qualitativ als Volk so sein, wie sie von dir gedacht werden. Das ist das Prinzip des Träumens. Und wenn wir jetzt natürlich in die Wissenschaft gehen, und da schauen wir jetzt ganz kurz einmal rein, ich spreche jetzt hier nur an Gesetzesverletzer. Ist nicht Israel, das du dir jetzt ausdenkst, angeblich laut Medien, habe ich gehört, habe ich aus das Internet heraus, das erste Volk, das komplett durchgeimpft war? Das ist das große Problem. Glauben Israelis, die du dir jetzt ausdenkst, nicht auch, dass da oben eine Welt ist mit Planeten und Sternen um sie herum? Was ist mit dem zweiten Gebot? Gilt das nicht auch für die Christen? Macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde? So viel zum Thema Religion und Gesetze. Ihr seid scheinheilige, geistlose Schwätzer als normale Menschen. Ihr, mit wem will ich einen Gedanken von mir irgendwas erklären? Darum sage ich, ich erkläre es denen, der mich jetzt ausdenkt. Selbst der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist als Lautsprecher ein vollkommen geistloser Schwätzer. Weil das, was jetzt ist, wir machen positive Wissenschaft. Diese positive Wissenschaft müsste ich zuerst einmal wissen, was das Wort positiv bedeutet. Und da kann man doch ganz einfach mal nachschauen. Wir schauen nur mal das Posi im Lateinischen an. Und dann kriegst du die Position. Das kommt zuerst einmal das Setzen, das Stellen. Du stellst etwas hin. Und das Setzen beginnt mit dem Gebrauchen eines Wortes, eines doppelt aufgespannten Wortes. Schau, zack. Ja. Das setzt du. Zuerst einmal, das ist schlichtweg und einfach nur ein anderes Wort für eine Gedankenwelle. Und das Ganze benötigt eine absolute Bejahung. Ja, JH heißt Gott, BE Quadrat ist Gott. Und das ist ein Verbundensein der Geist. Das ist die absolute Bejahung von alles. Du musst ein absoluter Ja-Sager werden. Weil jeder Moment, der in dir auftaucht, der ist jetzt. Das ist positiv für Wissenschaft. Wie du ihn definierst, das bestimmst du. Ich sage immer wieder, angenommen, ganz normal auf der Prüfebene, wenn du dir einen Film anschaust, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Ein Film läuft in dir, natürlich mit ständig wechselnden Bildern, oder er läuft nicht. Und wir machen jetzt immer einen gewissen Abstand von Bilderwechsel aus einer Kollektion heraus, das nennen wir Film. Qualität entsteht durch das einseitige Wertesystem des Beobachters dieses ständigen Wechsels von Einzelbildern.
Die Bilder selber beinhalten keine Qualität. Das führt uns dann zur Qualia, aber da kommen wir dann gleich, wenn wir das Photon genauer anschauen. Das heißt also hier, das Gesetzte, da stecken die Gesetze mit drin. Das Ding an sich, Ding, G, was ist eigentlich ein Ding, eine Sache? Habe ich oft darauf hingewiesen. Dieses sogenannte Ding an sich ist ein Gesetz. Ist eine germanische Gerichtsversammlung. Mhm. Das Ding. Think. Da ist schon mit K, wenn wir GK immer dran denken, wir haben hier doppelte Buchstaben, das G und das K. Das K ist ja nur ein hart gesprochenes G, kriegst du das Denken. Dasselbe gilt für die Sache, wenn wir das jetzt eingeben. Wenn wir das hebraisieren, sage ich immer Din G. Din heißt ja Gesetz. Und das Ding wird dann praktisch das Gesetz, das Gesetz, das Gericht. Und Din G wird zum Gesetz des Geistes. Das ist natürlich kein hebräisches Wort, aber steht hier mit drin, Recht, Gesetz. Jetzt ist natürlich Geist, blau gelesen ist Gehirn. Das ist ein Mechanismus. Rot gelesen ist es wirkliches Bewusstsein. Und jetzt schauen wir mal hier kurz rein. Ich ändere mal hier ganz wild, machen wir mal einfach 50-60. 50-60 klingt gut. Das soll ich gleich jetzt, wenn wir das anschauen, das wird hundertprozentig stimmen als Startpunkt 5060 Sekunden. Schauen wir uns mal 50-60 an. Sorry. So, da kriegen wir jetzt hier zuerst einmal hier eine eigenartige Mischung dieses NS. Ich sage jetzt, wenn du sexuell orientiert bist, wird dann sagen, das heißt Natursekt. Aussage, was mache ich aus NS? Hängt davon ab, in was für ein Kontext, das ist wie mit dem Wort Krebs, in was für ein Kontext nehme ich das? Aber pass auf, sehr interessant. Es ist erst einmal ein Feldzeichen. Feld hat man im letzten Selbstgespräch. Schader. Das Feld schad, logische Öffnung. Dann haben wir das Wunder von 2G. Das GAG, das ausgedachte 3333, oft darauf eingegangen. Dann haben wir eine HWH, eine hohe Stange, das weicht dich auf eine senkrechte, sprich auf eine transversale Ebene hin. Ja. Licht schwingt, ich will zu den Photonen dann überschwenken, mit transversal. Interessant, dasselbe Wort heißt auch ein Warnzeichen, ein Zeichen zur Warnung. Und ein Wimpel, doppelt aufgespanntes Meer, ist das Wissen Gottes. Mhm. Und das Ganze passiert jetzt, dass dann mit der Gedankenwelle eine Wunde berechnet wird, eine Wunde berechnet wird und diese Unde, woher auch immer, im Lateinischen hochinteressant, Unde, Unde heißt woher, wo, wann, warum, wieso, dieses Wunder ist ein Traum, oh, ich habe das im Griechischen dann das Trauma. A ist der Schöpfung, Traum A hast eine Traumschöpfung. Das ist genau übrigens dann die Nisim. Da müssen wir ihm hinten dranhängen, dann kommst du zu dem Wunder. Wir können jetzt da vielfältig spielen, immer wenn du hier eine Zweierradix hast. Ich will mal ein Beispiel jetzt machen, wenn du tief in die Sprache gehst, das habe ich noch nie genau angesprochen, wenn du das richtig genauer angesprochen. Wenn du die Radix mal ganz kurz analysieren willst, das ist das erste bei einer Zweier-Radix, kann man verschiedene Sachen machen. Das erste, du hängst der He dran und schaust dir das an mit einem He. Mhm. Bring dann gleich einmal ein Beispiel. Dann kriegst du jetzt auf die Probe stellen, ausprobieren, experimentieren. Mhm. Ex heraus, Barry um dich herum. Mens, denken. Das Denken von Tieren. Tiere denken sich was aus, wobei die Tiere ja eigentlich nur Programme sind, genau genommen. Als nächstes, wenn du eine Zweierradix hast, ich bleib bei dir, schiebst du zwischen diesen zwei Konsonanten der Waffe rein. Fliehen, jagen, treiben, vorantreiben, zurückweichen. Das heißt, voran, heraustreiben, jagen, treiben, das macht diese Bewegung der Gedankenwellen aus. Mhm. Du müsstest die existierende Raumzeit, die wir jetzt aufspannen, und du kannst zwischen diesen zwei Radixen auch ein J dazwischen machen. Das ist eigentlich die Grund. Die Grundsystem siehst du fliehen, das ist unser Nis, eine Erkenntnis, ist etwas, was aus dir heraus flieht, herausströmt. Diese Facette wird jetzt zwangsläufig Luch, dieses Chedi in Schrecken versetzt, das Luch ist ja die Lebensfrische, beziehungsweise die Tafel. Ich mache mal zum Beispiel das Wort Nefesh. Nefesh, das ist das hebräische Wort für die Tierseele.
Das heißt jetzt erst einmal, der Atem, das Lebewesen, die Gestalt, das ist die tierische Seele in der hebräischen Kabbala, nennt man Nefesh. Da machst du jetzt zwei Zweierrate, wir bleiben mal bei den NB und du wirst merken, du kommst niemals aus dem Kontext heraus. Dieses NB alleine, wenn was da steht, das ist North. Memphis, die Landschaft, immer eine Existenz von Wissen oder das Sein, das absolute Bewusstsein mit seiner Weisheit oder die Existenz von Wissen. Wir machen jetzt dasselbe, wir hängen ein Hin dran. Und jetzt kriegst du schon einen Bezirk. Zirk ist der Dreh- und Angelpunkt in dir herum, dein Dreh- und Angelpunkt um dich herum hüllt dich was ein. Das ist ein Re 4. Das sind unsere vier Weltgegenden in dem Ruch. Und du fängst jetzt an, das zu prüfen und daraus heraus zu sieben. Ja. Interessant mit dem Sieben, das ist ja eine so gigantische Radix. Ich kann jetzt zum Beispiel lesen, sieben, meine Traumwelt, das besteht aus einer Ballonexistenz. Genau genommen ist die immer eben. Das ist das Erste. Jetzt machen wir hier aus dieser Radix ein Waff dazwischen. Jetzt kriegst du deinen Aussichtspunkt, eine HWH, die Höhe. Das ist L, das Lichtwert AND. AND heißt, ich werde auf und anfangen, beziehungsweise auseinandergeschmissen existierende Öffnung. Und ND heißt hin und her schwingen. Das wird auseinandergeschmissen. Das ist dieses System, Deutsch IVRI, das sage ich immer wieder. Das ist erst einmal hier schwanken, sich bewegen, hin und her bewegen. Da sieht man übrigens die Drehung von dieser Longitudinalen. Schau bitte das kleine Bild an. Ja. Du kannst nicht mehr die Evolution von der Vergangenheit in die Zukunft oder der Fluss fließt von der Quelle zu irgendeinem See oder ins Meer. Aber was passiert jetzt, wenn wir in diese Longitudinale, die Sache, wo ich sage, mit unseren Vergangenheit und Zukunft denken, ich schiebe jetzt da, ich mache einen Staudamm rein, einen Damm. Dann passiert Folgendes, die geöffnete Schöpfung, dass man mit 70 schreibt, dann kriegst du dein Wissen, besteht aus zwei Facetten, nämlich Wellenberg und Wellendal. Jetzt dieses fließende Wasser durch den Damm wird es praktisch in einer Transversalen aufgetürmt. Ja. Das ist diese Reihe, die du jetzt kriegst in der Transversalen. Dann wird es auch eine Haufe, wobei die Haufe ja wiederum auch die Welle ist, die ich aufschmeiße. In dem Gall hast du nämlich auch die Haufe, die aufgeschmissen wird. Und da kriegst du irgendwann einmal mit, da ist ein System dahinter, das hier ein göttliches System ist, das du auch in einen Gladix übersetzen kannst. Da muss man natürlich neugierig werden und es ist ein Akt von Reife, solange du noch dir Sorgen machst um deinen Körper, der nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ich rede immer mit deinem Geist. Bist du so unendlich weit von deiner eigenen, von einem Wachbewusstsein weg. Und da wächst du hin. Das mit Holofeeling muss man Demut üben, dass man zuerst einmal erkennt, was weiß ich eigentlich von mir. Ist mir bisher bewusst geworden, dass ich auch dann Informationen wahrnehme, wenn ich jetzt nicht direkt an meinen Körper denke? Und jetzt können wir dieses Spiel durchspielen. Also wie gesagt, jetzt hier, wir waren bei unserem Banefesh NB, da haben wir jetzt nur das He dran gelenkt. Merkst du, wir gehen in eine Richtung, du kommst aus dem Kontext nicht raus. Und jetzt machen wir hier mal das Waff dazwischen. Da gibt es übrigens noch ein paar Tricks und dann kannst du das komplett abzirkeln. Das war das Waff, jetzt müssen wir ein J dazwischen setzen. Das ist das Nächste. Und jetzt kriegst du hier dieses bewusste Geist, zeigt dich, das ist jetzt hier eine Unterform Waff J, das sind die Baumwürfe, sie schwingen, sie schwenken. Das ist dieses große Prinzip. Aber jetzt machen wir mal Folgendes, dass wir uns den hier bei der 50 anhören, was da hier passiert. 15 Jahre her. Und habe gesagt, man kann Leben nicht erklären. Und das müssen wir nicht. Da sagt, hat sie allen Ernstes dann gesagt, ja, aber wir können Leben nicht erklären, das ist doch Stoffwechsel. Ich sage, für wie? Halt, Entschuldigung, das ist die 26. Wir wollten, das ist nur die 26. Jetzt muss man es loslassen. Jetzt haben wir den Anfang 50, 60. Das ist jetzt genau die Stelle 5060 Sekunden. Wir haben jetzt gerade 50, 60 gelesen. Wissenschaft zu tun. Und wir haben einen ganz eingeschränkten Naturbegriff und der schwingt in alle mit, die Virologen allesamt, die haben alle genau diesen Naturbegriff, ganz genauso. Übrigens die Natur, die klassische Natur, haben wir zuerst einmal zwei Möglichkeiten. Wir können das NTR lesen mit einem TAF, dann kriegst du den Salbeder, ganz Natron.
Das heißt, aufspringen, davonspringen, entspringen. Die Natur springt aus dir heraus von Augenblick zu Augenblick in diesen Stoffwechsel. Du machst etwas los, losmachen, etwas lossprechen. Das Lossprechen führt dich übrigens zur Eva, unsere Chava. Ja. Da wird hier ein bisschen genauer darauf eingegangen, dass das ja auch hier etwas aussprechen und ausdrücken. Das ist ja hochinteressant. Der weibliche Teil des Adams, diese Chava, dass dieses Wortlaut Wörterbilder eigentlich genau genommen heißt, etwas ausdrücken, aussagen, aussprechen. Was du aus dir herausdrückst, aus diesem absoluten Mittelpunkt herausdrückst, ist das, was du erlebst. Darum heißt es etwas erleben. Erweckte, auseinandergeschmissene, polare Existenz. Das ist das, was du erlebst. Das steckt hier schon in den R, erwecken, leben. Wir können auch das Leb einzeln setzen. Leb ist dann das Herz. Und H, Herz, H, Ares heißt die Erde. Und die Erde wiederum ist das erweckte Wissen. Das dreht sich immer wieder im Kreis, dieses Spiel mit diesen Naturkonstanten. Alles auch abstrakte Modellierer oder haben ihre Modellierer, wenn sie es nicht selber können. Die Mathematiker spielen überall mit. Jetzt können wir das Wort Modell uns genauer anschauen. Das beginnt schon mit MD. Das ist eine gestaltgewordene Erscheinung. Und diese gestaltgewordene Erscheinung ist schlichtweg deine Uni. Eine Uniform ist das, was du bemisst, dein Messen. Das ist das hebräische Wort für Messen. Das ist eine geöffnete Ecke, ist ein Gewand. Da sind wir wieder. Verleiht, wo du dich einhüllst, das Maß, das Messen. Und das Ganze ist die Uniform. Das Universum ist das in eins gekehrte und die Form, die dabei entsteht, die Uniform, das passiert hier. Und du selber bist das Maß aller Dinge, ja. Das Messgerät. Immer wieder, wenn ich hier darauf hinweise, das Verrückte zu glauben, dass Sprachgruppen nichts miteinander zu tun haben, das Semitische zum Beispiel hier mit dem indogermanischen Deutsch, wird hier hundertprozentig widerlegt, wenn du das Prinzip verstanden hast. Wir können jetzt in das Modell und so weiter und so weiter, aber hören wir hier noch ein bisschen zu. Alles baut darauf auf. Es ist alles baut auf der Matrix der Sprache auf. Im Anfang war das Wort ein ganz einfacher Satz im Johannesevangelium. Alles, was geworden ist, ist Wort. Und immer dran denken, Worte können Geräusche sein, die in dir auftauchen. Jedes Geräusch ist eigentlich ein Wort oder Schriftzeichen sein. Und die kann man sehr, sehr vielfältig auslegen, aber es ist ein arithmetisches System im Hintergrund, das erklärt die Holofeeling, so wie bei jedem Film, den du anschaust, bei jedem Videospiel, das du spielst, eine offene Welt zum Beispiel mit einer VR-Brille, ist im Hintergrund ein statisches Raster, letzten Endes bloß von 1 und 0. So denken wir uns das jetzt. Und diese Bündchen und Strichen, die 1 und die 0, diese binäre Struktur, ist schlichtweg und einfach, denk an den Morsekurs, sind Worte. Das heißt, einzelne Zeichenketten werden zu Buchstaben, die Buchstaben in gewissen Sachen, das ist diese Kollektion, Selektion. Ein fatales Projekt, was, wenn man das weiter voranpeitscht, uns alle in den Untergang reißen wird. Das passiert sowieso, die jetzige Welt muss untergehen, Sodom und Gomorra. Du musst deine mit deiner H-Programm aufgebaute Welt zuerst einmal platt machen, dass ich dir ein neues Betriebssystem, ein höherwertiges Betriebssystem aufspiele, das mein Symbol, das H, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, das auf diesen H-Programm Betriebssystem aufbaut, kriegst du für mich ein neues Betriebssystem, kein Buchstaben-Betriebssystem mehr, wohlgemerkt, H ist nur ein einziger Buchstabe, sondern du kriegst ein Wort-Betriebssystem, nämlich das Betriebssystem mit dem Namen Haus. Und du stellst fest, das H ist dabei, ich verändere an deinem jetzigen Wissen überhaupt nichts. Ich erkläre dir nur, dass da noch viele, viele Perspektiven, andere Perspektiven dazugehören. Voraussehen. Und das wäre jetzt auch der Geist oder die Kettenreaktion, die in dieser Sache, in dieser Modelliererei mit angelegt ist, dass sie das Leben gewohnheitsmäßig übergeht und deswegen sehr, sehr viele dumme Entscheidungen trifft. Und zwar sehr, sehr dumme Entscheidungen mit sehr fatalen Folgen. Das ist das im letzten, im letzten Selbstgespräch habe ich darauf hingewiesen, dass wenn jetzt in deiner Traumwelt irgendeine Figur, irgendeine Verbesserung bewerkstelligen will, egal auf was, hat er dieses Prinzip nicht verstanden, weil jedes Bessermachen, das Verändern in eine Richtung verändert die andere Richtung mit.
das System, umso gesünder du sein wirst, umso kranker bist du, weil umso mehr du den Berg erhöhst, erhöht sich auch das Tal. Und du schaust ihn immer bloß in eine Richtung. Was keinen Menschen interessiert, ist die Heiligkeit. Gesund sein ist nicht heil sein. Sobald du schon sagst, ich bin gesund, auch wenn du nicht jetzt direkt an deinen Körper denkst, ist dieser Gedanke mit dem Körper verbunden. Das Ein- und Ausatmen bin ich so. Ich atme ein, ich atme aus. Muss im Hintergrund auch der Körper mitstehen, weil der ist ja die Ursache für das Atmen, das du dir jetzt ausdenkst. Aber atmest du eigentlich, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Nein! Der Nummer wieder raus, oder wollen wir noch eine Art quasi Ausblick machen? Chagas sagte nun sehr klar, lernen durch Schmerz. Also, lernen durch Schmerz. Ich garantiere dir, ich verspreche dir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du die Hand, die ich dir jetzt reiche, nicht annimmst. Und du musst nichts tun. Ich betone es einmal, es ist nicht mit irgendwas verbunden, dass du jetzt deinen Glauben verändern müsstest. Den darfst du nicht verändern. Du musst ihn erweitern. Mit all den vielen Facetten, die dich bisher nicht interessiert haben und vor allem mit all denen, die du bekämpft hast, die du loshaben wolltest. Das ist deine Selbstentheiligung. Liebe deine Feinde. Halt einfach verdammt nochmal meine Gebote. Mach dir kein Bild von dir selbst. Jedes Bild, das in dir auftaucht, ist eine Facette deines neuen Körpers. Das ist, dein Körper ist die Traumwelt, die dich einhält. Du musst Lot werden, du steckst im Blut. Entsprechende Folgen geben dieser Art von Anwendungen und weil die so extrem sein werden, kommt vielleicht die Menschheit dazu, bestimmte Dinge ganz sein zu lassen. Die Menschheit, die du dir ausdenkst, kommt überhaupt nicht dazu. Das ist es auch das Problem hier am Gespräch, dass hier immer noch mit ganz normaler Logik, da außen ist eine Menschheit, es hat in der Vergangenheit Menschen gegeben und es wird in der Zukunft eventuell noch Menschen geben, wenn sie sich nicht selbst ausrotten. All das sind jetzt nur Worte, die du hörst und du baust Vorstellungen auf, hier und jetzt als Information aufgrund der Worte, je nachdem, wie du die Worte interpretierst. Und verstreust dann diese Vorstellungen um dich herum, denkst du dir einen jetzt gedachten Gedanken in die Vergangenheit, zum Beispiel an den Einstein denke ich mir in die Vergangenheit, oder du denkst dir irgendeinen eigenen Untergang der Menschheit, der Erdkugel in die Zukunft, das sind Gedanken. Nicht mehr, aber viel, viel weniger. Du bist immer. Alles, was prinzipiell in dir auftaucht, ist in diesem Mehr. Das ist ein Symbol. Gott, Internet, nenn es, wie du es willst. Ein Summa summarum vereinigt auf einen unendlich kleinen Punkt in einem absoluten Nichts. Das ist all. Das ist Gott. Und aus dem explodiert alles heraus. Ich sage immer, der Urknall, bevor er geknallt hat, den wir uns jetzt natürlich ausdenken, aber da muss man wissen, was nichts bedeutet. Was schlägst du vor? Wie gehen wir jetzt um angesichts der Tatsache, dass tatsächlich in dieser jenseits von Gottes Tod befindlichen Welt, die Wissenschaft jetzt diesen Autoritäts- und Legitimationsreservoir-Rang. Gott ist tot, ein schönes Wort, wenn wir das hebraisieren. Machen wir das klassische Wort für Tod. Wir hebraisieren das einmal so. Und dann wirst du feststellen, dass das genau genommen, wenn wir das DAF als Vorsilbe lesen, dann heißt es, du wirst Zeuge bis Ewigkeit. Das ist nämlich imperfekt. Du wirst, du kannst, du sollst. Und dann haben wir hier dieses rot gelesene Ed. Das rot gelesene Lest ist die Quelle, die geschlossen ist. Ich habe das gerade angesprochen. Eine Quelle, die immer geschlossen, im Meer. Das ist der Punkt der Urknall, bevor er geknallt hat. Aber die eine Seite, wenn ich jetzt sage, das ist die eine Seite, gibt es nicht ohne die andere. Das ist ein Augenblick, der geöffnet wird. Ein träumender Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist zwangsläufig verbunden mit einer Traumwelt. Wenn keine Traumwelt da ist, ist auch kein träumender Geist da. Das wäre jetzt die Quelle, diese ausgedachte, immer geschlossene Quelle, dieses Nichts erfordert zwangsläufig immer auch das Gegenteil, wenn du es denkst. Und das ist jetzt hier die Ewigkeit. Das ist die Ewigkeit. Ewigkeit ist nicht etwas, was von der Vergangenheit in die Zukunft sich ausdehnt ins Unendliche, sondern Ewigkeit, das Wort Ewigkeit übrigens kommt von Ehe. Ich habe oft darauf hingewiesen. Und das wird meistens übersetzt im Hebräischen mit bis. Diese Wörter, Zeuge bis Ewigkeit, ziehe ich nur die drei Wörter raus, darum ist es der Zeuge bis Ewigkeit. Schauen wir mal, ob es noch läuft. Gewonnen hat. Was machen wir jetzt? Okay, was wir machen. Ist der Ton da? Geht's wieder? Ja. Eine Patentlesung habe ich auch nicht.
Das kann ich auch gar nicht haben. Kein Mensch dieser Erde hat eine Lösung dafür, die er einfach so aus der Tasche ziehen kann. Das Ganze ist ja natürlich auch im Bewusstsein der Menschen verankert. Diese Corona-Krise ist ja Teil einer Weltkrise und die Weltkrise ist eine Bewusstseinskrise. Eine absolute Bewusstseinskrise, eine Psychokrise. Die Weltkrise ist eine Bewusstseinskrise. Das bringt es auf den Punkt. Absolut. Die Krise. Die Krise der Menschheit zurzeit, das ist Endzeit. Das ist ein unheimlich positiver Begriff. Diese Möglichkeit ist ein Systemwechsel. Aber nicht ein Systemwechsel von irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst. Ein Systemwechsel von dem Geist, der träumt. Kosmologische Krise, habe ich schon vor 20 Jahren gesagt oder mehr, ist eine ganz tief psychokosmologische Krise. Der Mensch sozusagen ist in einer absoluten Krisensituation. Und die Frage ist, du denkst dir jetzt diesen Philosophen aus. Aufgrund dieser Worte, aufgrund dieses Pixelmännchens. Der Mensch ist in einer tiefen Krise. Jetzt können wir uns die Frage stellen, an was denkt er, wenn er an einen Menschen denkt? An einen Trockennasenaffen bei eigener Definition? Ich definiere jetzt, dass der, den ich mir ausdenke, den ich jetzt erschaffe, diesen Kirchhoff, dass er bei dem Wort Mensch immer noch an einen Ehejansch, an ein sterbliches Säugetier denkt. Und da nützt ihm seine ganze Philosophie nichts, wenn er jetzt als Gedanke kann er es nicht wissen. Aber wenn er Geist ist, müsste er wissen, dass Gedanken von ihm sowieso nicht überleben. Enosch, Medim überleben nicht. Und jetzt ist es interessant, wie definiere ich jetzt das Wort Überleben? Wenn ich immer bin, im Meer bin, wenn ich ein... ist letztendlich, das Leben ist über mir, ich überlege mir was, das Mentor, die Experimente, das sind ja meine Gedanken, die ich mir in der Transversalen über mich drüber lege, mir hochrechne, bis ich dann anfange, die nächste Drehung zu machen, dass ich in die Z-Achse gehe, in die wirkliche Geber-Geburtsachse reinlaufe, was ich auch immer damit sagen soll. Jetzt hängt wieder dein intellektuelles Wissen in Bezug auf Holofeeling davon ab, ob du das verstehst oder nicht verstehst. Diese Corona-Krise ist Teil dieser Weltkrise. Eine Corona ist Kor, ich bin darauf eingegangen. Das ist eine Krone, das ist ein Heiligenschein. Was ist eine Krise, was ist Welt? WIED ist ein polarer Rand, den ich B-Rand opfer. Ich muss den opfern von Augenblick zu Augenblick, wenn ich ein bewusster Schin-Opfer-Öpfer bin, wenn ich ein bewusster Schöpfer bin, weil ich jeden Gedanken, den ich denke, für einen neuen Gedanken opfern müssen, weil ich kann erst eine neue Information in meinem ewigen Stoffwechsel in mir aufbauen, wenn ich die bestehende Information wegmache. Du kriegst auf deinem Monitor kein neues Bild, wenn das bestehende Bild sich nicht auflöst. Es ist ein ständiges Umformen einer Matrix, die sich als Ding an sich auf der tieferen Ebene überhaupt nicht verändert, wenn du an die Datei denkst. Und hier steht alles jetzt auf dem Prüfstand. Gelingt es, das rumzureißen oder nicht? Und wie? Ganz schwer zu sagen. Ich kann es gar nicht sagen, weil letztendlich wäre es eine Bewusstseinsrevolution, eine Kulturrevolution. Die wäre vielleicht in der Lage, und das müsste ganz von innen kommen, das könnte keine Prinzipien von außen sein, die müsste ganz von innen aufbrechen und, wie ich auch immer wieder sage, wird ja auch schon kolportiert hier in manchen Kreisen, Kirchhoff sagt, der kosmische Faktor muss noch dazukommen. Ja, weil wir alleine bringen es nicht. Ich glaube, das ist jetzt der kosmische Faktor, man muss wissen, was ist Kosmos? Kosmos ist schlichtweg und einfach die Ordnung, die göttliche Ordnung und der kosmische Faktor ist Holofeeling. Und es muss von innen aufbrechen, die Revolution erfordert das zuerst einmal hier, das bestehende Wissen, dass du glaubst, dass das unabhängig von dir da außen existiert, wieder in dich hineinrollt und dann kann eine Exvolvere was vollkommen Neues aus dir herausrollen lassen und das entsteht durch das Wechsel des Programms bzw. des Betriebssystems, wenn ich diese Metapher nehme, dass du letztendlich bloß ein Computer bist als träumender Geist, der ständig wechselnde Bilder, einen Stoffwechsel von sich selbst erlebt. Das ist die Symbolik des Ganzen. Und wenn man hier diesen geistlos nachgeäfften Schwachsinn der vollkommen entgeistigten Naturwissenschaft uns anschauen, ist im Hintergrund immer noch das Geheimnis des Wortes. Und zwar schauen wir uns zum Beispiel bloß einmal dieses Wort Photon an.
sehr interessant. Elektrische Ladung neutral, Masse masselos, Spinparität. Wir schauen uns das dann einmal an. Man sagt in der Physik, ihr habt mich noch, ne? Im ja. Hintergrund. In der Physik sagt man, ein Photon bewegt sich eigentlich immer, das einzige Teilchen, das kann ich jetzt aus einem Physikbuch zitieren, Photone sind die einzigen Teilchen, die sich im Meer immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und wenn man jetzt den Einstein wirklich verstanden hat, ein Photon ist schlichtweg und einfach jetzt eine ausgedachte Vorstellung, die man nicht entdecken kann. Da geht auch der ganze Doppelspalt, ob das Elektronen sind, ob das Photonen sind, das sind, ich nenne das immer Hirnwichserei. Es ist ein Gedankenkonstrukt, das geistlos nachgeäfft wird und den großen Wahn in Sackgassen reinzulaufen. Da ist das Musterbeispiel ist die Naturwissenschaft. Wissenschaft im Allgemeinen, wenn ich sage hier, die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts hat die Welt entgeistigt, dazu gelten zu diesen Wissenschaftlern zählen also nicht nur die Physiker oder die Chemiker, sondern auch allen voran die Philosophen und die Theologen. Es sind nämlich alles tiefgläubige Materialisten. Sie äffen alle nur nach. Was hier in der Philosophie gelehrt wird, wenn ich sage, zeig mir irgendeinen Philosoph, der dich darauf hinweist, dass alle großen griechischen Philosophen, die wir uns jetzt ausdenken, wo du Schriften in dir aus dem Internet aktivieren kannst oder aus alten Bibliotheken, die du dir ausdenkst, zeig mir einen großen Philosophen, der unterm Strich nicht darauf hingewiesen hat, dass die Demokratie, wo du sagst, die meine Arschlochkarte ist. Die Dummheit an die Macht. Das ist hier in Ich bin du, fange ich an schon darauf hinzuweisen, mein demokratisches Krankenhaus. Was nützt es, wenn du jetzt in deiner normalen Logik mit einer Krankheit ins Krankenhaus kommst und es darf jeder mitbestimmen, was man an dir macht? Möchtest du das? Wir schauen uns jetzt einmal diese Photonen an. Da heißt es, das kommt von Phos, von Licht. Was ist Licht? Das sieht schon schön aus. Das sind riesengroße Trugschlüsse. Dieses gebrochene Licht mit dem Lichtstrahl, alles schön, bloß Licht sieht man nicht. Das, was du siehst, ist nie das Licht selbst. Ja. Licht ist als Ding an sich, das Ohr, Licht und Luft. Da habe ich auch oft darauf hingewiesen, wenn wir in unsere Vordersprache reingehen, da haben wir jetzt erst einmal zwei verschiedene Arten von Licht. Da bin ich oft darauf eingegangen, auch was das mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun hat, mit den Zahlenwerten. Interessant ist, wenn man hier jetzt noch ein I dazwischen macht. Ich habe gerade im Vorgehen schon mal gesagt, wenn man da ein Waff oder ein I dazwischen schiebt, kriegst du das hebräische Wort für Luft. Mhm. Einatmen, ausatmen. Warum? Das alles erklärt die Holofeeling. Aber mir, pass auf, was jetzt passiert mit dem Photon. Das Photon, Betonung, Licht auf der ersten Silbe ist ein Lichtquant. Und jetzt pass auf, schon das Wort Quanten für sich alleine beginnt mit Qua. Und da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, chronologisches Denken, unser lateinisches Qua. Darum wiederhole ich das immer wieder. Auf der Seite wo, da wohin, da wo du hinschaust. Deiz, deiz. Ja. Qua, qua. Das hat zu tun mit Que. Aleph, Aleph tauschen. Dann kriegst du hier dem folgenden Wort angehängt, sind zur Anreihung an das vorhergehende. Daher läufig zur Erweiterung der Vermehrung des vorausgegangenen Begriffs. Wellental, Wellenberg. Das weist dich auf chronologisches Denken hin. Das Ganze nennen wir dann auch einen Sinus, der beginnt mit Sinn und da hast du dasselbe Spiel. Das ist nämlich, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Nach dem Wellenberg kommt ein Wellental, nach hell kommt dunkel. Nach dunkel kommt wieder hell, nach gesund kommt krank und nach krank kommt wieder gesund. Das ist aber immer noch unbewusstes chronologisches Denken. Also unser Qua weist uns darauf hin, dass das nichts zu tun hat, weil Licht nämlich eine Transversalwelle ist. Mhm. Das heißt, es schwingt nicht in der longitudinalen, horizontalen, von der Vergangenheit in die Zukunft, von A nach B, ob ich mir räumlich oder zeitlich was auseinanderdenke, ich nenne das ein Zeitfenster oder ein Raumfenster. Sondern in der Transversal, im ewigen Hier und Jetzt, das ist Vergangenheit und Zukunft, müssen wir wegmachen. Es taucht auf und es verschwindet. Und das passiert jeder Moment ist jetzt, 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 jetzt. Und das, was du jetzt zu sehen bekommst, ist NDN, dem Fokal rausschmeißen. Du kannst es direkt hebraisieren und du kriegst die Antwort. Das ist nämlich das Gegebene. Der biblische Nathan,
Das heißt nämlich, zuerst einmal etwas erlauben, etwas geben. Ergeben werden, gegeben werden. Kack. Das Ausgedachte. GG. Dach, das Ausgedachte. Die D-Eck, geöffnete Eck, ist das Wunder von zwei Spiegelungen, zwei Spiegel, TT, beziehungsweise Erscheinung, Erscheinung, Pi. Das Ganze im Ruach, Alter. Rauch ist Ruch. Alter, in einer göttlichen Reihe. Ja. Man kann folgen oder man kann nicht folgen. Wenn man die Vordersprache versteht, kann man voll folgen. Und dieses 3-3 kann ich 33 lesen und das Gegebene wird jetzt zwangsläufig zu einer Welle. Geil. Diese Welle wiederum ist eine Haufe, die ich aufschmeiße und die Haufe hat im selben Moment natürlich auch ein Gegenteil, die Welle, die Woge. Das ist unser NTN. Halt, da wollen wir nochmal zurück. Das ist das Vorher und Nachher. Merkst du, das steckt da alles drin. Aber jetzt ist es, diese Erg ist auch ein Begriff in der Physik für die Energie. Die Energie ist eben. Das ist die Nulllinie. Und was wir jetzt zur Nulllinie machen, müssen wir uns eigentlich als am Punkt denken, weil wir uns dann schon wieder vorher und nachher denken. Mhm. Und dieses Gegebenwerden, es ist so unendlich viel möglich. Diese Photonen, göttliches Geben und Erlauben. Das Laub ist etwas, was abfällt. Da haben wir übrigens, das Licht ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Jetzt bist du hier bei dem klassischen ausgedachten Licht. Das besteht nämlich aus Licht und Schatten. Das ist das Plus und Minus eigentlich von dem blauen Begriff Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Es ist ein Imperativ. Das wäre jetzt übrigens die nächste Möglichkeit, wenn du irgendwas hast, das du endlich davor stellst. Das, was ich vorher gesagt habe, wenn du eine Zweierradix hast, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt all das oben, das Hochgehobene, die Höhe, HBH, wir sind wieder bei diesem Spiel, HBH, das ist, ich mag es ja immer bloß so, aber genau genommen kreist es ja um sich selber, du bist der Dreh- und Angelpunkt. Dann kriegst du ein hölzernes Joch, da hast du jetzt das Oll, Oll ist die 70, das Joch ist Zerr, wird zu einer Form. Und da sind wir oft drauf eingegangen, da kannst du jetzt ein N davor, also wir haben nochmal das He hinten dranhängen, da kann man jetzt dasselbe Spiel machen, dann kriegst du den das Brandopfer, auch ein Wort, eine I-L-H und T hinten wird oft auch Polarität und OB, wissen wir, das heißt die Beschwörungskunst von toten Geistern. Mhm. Du glaubst, das Licht kommt von oben im Himmel runter, von der Sonne. Du bist das Licht, die Lampe im Projektor. Wir können jetzt da ein Waff dazwischen hängen. Jetzt kriegst du die Frevler, das Unrecht, die Unreglichkeit, aber auch den Säugling, die Falschheit, die Verkehrtheit, deine ganzen Physiker, alle Affen äffen einfach nach, sie saugen sich letztendlich voll mit geistlos rezitiertem Wissen und das ist der Frevel. Mhm. Das erzeugt die Unreglichkeit, die Falschheit und die Verkehrtheit von ungerechten Menschen. Denn sie wissen nicht, was sie sprechen. Wir Physiker wissen ja. Woher weiß er das? Beweis es mir. Es sind logische Konstrukte. Wir gehen da noch genauer drauf ein. Dann können wir da ein J dazwischen setzen. Das ist genau das Spiel mit jeder Zweierradix. Du kommst aus dem Kontext nicht heraus. Jetzt kriegst du natürlich zwangsläufig oben kreisende polare Existenz im Meer, im Text. DXT. X heißt heraus, auseinandergeschmissen. Und jetzt kommt der Trick mit dem N. Du kannst auch ein N davor setzen, das kannst du auch mit jeder Radix machen. Und jetzt kriegst du den hebräischen Wort für Schuh, das findest du übrigens in der Bibel, wo der Mose zu mir auf den Berg kommt, ich bin der brennende Dornbusch und sagt, zieh deine Sandalen aus. Deine Quadratlatschen. Das heißt nämlich etwas einschließen, einhüllen. Das ist eine andere Form von Lot. Lot heißt ja auch einhüllen. Das heißt aber abschließen. Der Schuh hüllt letztendlich die Regel ein. Die Regel ist das Bein bzw. der Fuß. Das Bein, da haben wir schon wieder das polare eine. Und wenn wir jetzt hier das N auch mal gehabt. So. Ja. Die Sandale. Zieh deine Sandalen aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden.
musst du wissen, dass es zuerst einmal die Raumzeit S ist AND, ist ein Auf- und Abschwingen. Ich separiere das jetzt einmal, nur das Wort Sandale, pass auf, was jetzt passiert. Wir schauen uns nur mal das Wort Sandale etwas genauer ein. Wir wissen, dass das blaue S steht für Raumzeit. Ich mache das einmal einzeln. Ja. Das ist die Raumzeit, die du wahrnimmst, so rot gelesen ist es das Bewusstsein. Ja. Dann kommt dieses AND, die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Interessant, ND wissen wir, heißt hin und her schwingen, darum heißt es hier das transversale Lichtgeschwinde auf und ab, beziehungsweise das illusionär verlaufende hin und her, longitudinal, hin und her schwingen. Wir sind bei Sand. Ja. Und dann kommt Sandale, A-L-H. Sandale, okay? Mhm. Mhm. Und jetzt dieses Ela, das ist zwar Gott, genau genommen heißt es Beschwörung und Fluch. Ja. Du beschwörst und was du beschwörst, ist auch dein Fluch. Ja. Ich zeig's dir nur. Das Bewusstsein bzw. die Raumzeit ist, ich werde auf und abschwingen und alle ist das, und zwar ist mir dann in mir das auftauchen, was ich beschwöre. Aber interessanter, wenn wir den Sand jetzt alleine nehmen und dann haben wir wieder dieses Spiel, jetzt landest du bei Choll. Mhm. Die Grundradix Choll ist das Weltliche, weltlich, profan, vor Angst zittern. Und jetzt machen wir dasselbe Spiel in den Choll, setzen wir jetzt ein Waff dazwischen und dann kriegst du den Sand. Sand. Zieh deine Sandalen aus und dann habe ich so oft gesagt, wenn du jetzt diese Meersymbolik nennst, der Meer, das Meer hat einen Rand. Und der Rand besteht zum Beispiel entweder aus Sand oder aus Fels. Mhm. Und dann haben wir die Wand, den Sand, den Rand, das Land. Ich stehe mit einem Bein im Meer und mit dem anderen auf dem Rand, aus Sand. Ja. Und das musst du dir ausziehen. Weil diese Wogen, das Land um das Meer herum, wenn wir jetzt das nicht einmal hinter Transversalen sehen, ist ja auch ein ständiges Kommen und Gehen. Ebbe und Flut, Wellen wogen an und rollen wieder zurück. Mhm. Das ist nur verschiedene Perspektiven in dem ganzen Spiel des ewigen Lebens. Aber wir gehen nochmal zurück. Wir waren jetzt nur ein bisschen bei den Lichtquanten, dass das ja angeblich Energiepakete sind von elektromagnetischer Strahlung. Und du hast jetzt in der elektromagnetischen Strahlung, diese Darstellung ist jetzt schon verkehrt, es soll die longitudinale und die transversalen Wellen beschreiben, das ist aber verkehrt dargestellt, weil beides ausgedehnt ist. Habe ich auch reichlich erklärt. Was viel interessanter ist, jetzt mit Ihnen mal in diese Vorstellungen der Elementarteilchen, weil der ja einen Spin hat. Wir schauen uns jetzt einmal dieses Wort Spin und Parität an. Das ist erst einmal die Parität, bezeichnet in der Physik eine Symmetrieeigenschaft, die ein physikalisches System gegenüber räumlichen Spiegelungen haben kann. Wir haben einen Spin und dieser Spin ist die Drehung und der Drall in der Teilchenphysik, der Eigendrehimpuls von Teilchen. Teilchen, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Und hier geht der große Schwachsinn los. Es hat sich hier so zerdacht eine Riesenindustrie aufgebaut, wohlgemerkt, die wir uns jetzt ausdenken. Ja. Es ist sehr wichtig, dass du jeden Moment dir klar machst, das, was jetzt existiert, existiert hier und jetzt, weil du es denkst. Mhm. Und der nächste Gedanke zerstört diesen Gedanken. Eine ganz einfache Erkenntnis, dazu benötigst du keinen aufgeblasenen Intellekt. Du musst Selbstbewusstsein sein. Ich erkläre dir, was du bist. Es wird niemals irgendein Gedanke von dir wissen, was Bewusstsein ist. Es wird niemals irgendein Gedanke von dir erkennen, wer ihn denkt. Du denkst dir jetzt Menschen aus, das sind jetzt Informationen von dir, wo du dir denkst, dass einige zumindest an einen Gott, an einen Schöpfer glauben. Mhm. Aber die tun das nur dann, wenn du das denkst. Außerdem existieren diese Menschen, die an einen Gott glauben, auch nur, wenn du sie dir ausdenkst. Ja. Weil jeder Mensch, den du dir denkst, der ist wie eine Kiste, wo du dir was reindenkst. Kein Mensch, den du dir ausdenkst, kann sich raussuchen, dass du ihn denkst und wie du ihn dir denkst. Ja. Ich rede mit einem Geist. Und schon das Wort Geist wiederum. Was für eine Vorstellung hast du bei dem Wort Geist?
Und wenn wir hier jetzt reingehen und uns das genauer anschauen, das ist so unendlich zerdacht. Es ist so eine Hirnwichserei, die natürlich einen tiefen symbolischen Sinn hat in Bezug auf das heilige Ganze. Da geht es hier immer um Spiegelungen, Dendral, um Drehungen von unendlich kleinen Teilen. Beim Photon musst du davon ausgehen, dass ein Photon als Ding an sich eigentlich überhaupt keinen Durchmesser mehr hat. Es ist ein Punkt, ein idealer Punkt. Mhm. Stephen Hawking benutzt in seinem Buch Die kurze Geschichte der Zeit eine Pfeilanalogie zur Veranschaulung eines Teilchenspins. Das heißt, ein Teilchen mit dem Spin 0 ist ein Punkt. Wenn das ein Punkt ist, hat es keinen Radius, und wo kein Radius, kann sich auch nichts drehen, weil um was zu drehen, brauche ich zuerst einmal einen Radius. Es sieht aus allen Richtungen gleich aus. Es ist ein Ding, das eigentlich keine Perspektiven mehr hat. Es ist von allen Richtungen dasselbe Ich. Das ist das rote Ich. Das ist ein Nichts. Ein Teilchen mit dem Spin 1 ist dagegen wie ein Pfeil. Denk dir einfach mal eine Linie mit einem Pfeil vorne dran. Ja. Wenn wir jetzt um die rumgehen, sieht er aus verschiedenen Richtungen verschieden aus, nur bei einer vollständigen Umdrehung. Das heißt, wenn ich jetzt in die Richtung schaue, ich habe am Pfeil die Fingerspitze, schaue das kleine Bild an, wäre die Pfeilspitze, ich schaue in die Richtung, dann muss ich den einmal 360 Grad drehen, dass das Ding wieder genauso aussieht wie vorher. Mhm. Ein Teilchen mit Spin 2 ist wie ein Pfeil, der an beiden Seiten eine Spitze hat. An beiden Seiten. Das heißt, er sieht nach einer halben Umdrehung nach 180 Grad wieder so aus, nach 180 Grad auch wieder so aus, wie er war. Mhm. Es sind jetzt ganz abstrakte Vorstellungen, die aber letztendlich wird die Welt dadurch besser, wenn man das sich ausdenkt. Entsprechend sehen Teilchen mit einem höheren Spin wieder gleich aus, wenn man die Drehung, kleine Bruchteile einer vollständigen Umdrehung vollzieht, bla 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 bla. Es ist alles, diese ganzen Sachen haben einen tiefen symbolischen Sinn, wenn wir die Worte zerlegen. Einen praktischen Sinn hat es nicht. Und wenn du sagst, ja, aber durch die Quantenmechanik haben wir ja die Atombombe gebaut. Nein, die Atombombe wurde gebaut, weil du dir das jetzt ausdenkst, weil man dir das erzählt hat. Es war in der Vergangenheit nie etwas. Die erste große Erkenntnis, wenn du die Transversallinie, die Ewigkeit erkannt hast, ein ewiges Hier und Jetzt, dass alles, was in der Vergangenheit angeblich war, es ist ein hundertprozentiges Faktum, eine Tatsache, dass es hier und jetzt ist, in dem Moment, wo du dir das jetzt denkst, ausdenkst und so eine Information von dir machst. Ja, und du kannst jetzt das jetzt denken, dass es in der Vergangenheit war, aber das sind alles nur Gedanken, die jetzt von dir gedacht wurden. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt erschaffe ich was vollkommen Neues mit der Antwort, ich sage, und jetzt denke wieder an die Corona-Krise. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Sie war ein nicht gedachter Gedanke. Und jetzt kriegst du irgendwann einmal was mit, wenn man geistlos nachhilft und nur in den Massenmedien drin hängt, die dir nur permanent von einem Pix auf den nächsten irgendwas erklären und du nicht loslassen kannst. Und lasse ich mich jetzt impfen oder lasse ich mich nicht impfen? Bin ich schon geimpft? Warum hast du dich impfen lassen? Die große Frage ist immer das Warum. Für mich als dein Prüfer, dein Fahrschullehrer in der Führerscheinprüfungsbogenwelt, ist einzig und allein nicht entscheidend, was du machst, sondern mich interessiert, warum machst du das? Und wenn du ich bist, solltest du dich fragen, warum mache ich das, was ich jetzt mache? Das ist das Wirkliche, wo du irgendwann einmal zu einer absoluten Entscheidung kommst. Du musst dich nicht entscheiden, du musst dich nur beobachten, was du magst und warum du das magst. Du kannst dich dabei beobachten, was für eine Information jetzt in dir auftaucht, und du kannst dich Geist dabei beobachten, wie du mit deinem jetzigen Intellekt darauf reagierst, wie du die Sachen wertest, wie du das definierst und was du dir mit deinen eigenen Definitionen letzten Endes für Gefühle, für Informationen neu einhandelst. Und jetzt kommen wir zu dieser Parität. Die Physik ist eine Symmetrieeigenschaft, die ein physikalisches System gegenüber einer räumlichen Spiegelung hat. Es geht nur um räumliche Spiegelungen. Wir sind in einem Tetraederspiegelkonstrukt. Es geht um eine Raumspiegelung. Das führt dich jetzt in dieses hebräische Wort Ruch. Das zum einen Geist heißt. Das ist der Geist, rot gelesen. Und zum anderen der Wind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Genau genommen wirst du dann feststellen, dass das hier, wenn wir das jetzt etwas genauer noch machen, dass das auch ein Z wie Ischenraum heißt. Ein Wehen, ein
Temperament, ein Wutschnauben, jedes dieser Worte wäre jetzt wieder interessant, das genauer anzuschauen. Eine Gesinnung, da haben wir unseren Sinus schon wieder mit zwei NN, eine Leidenschaft, eine Hilfe, eine Befreiung, der Geist Gottes. Ruch Elayon. Eine göttliche Eingebung. Und interessant ist es auch, es ist in der Regel, was hier mit Himmelsrichtungen umschrieben wird, das nenne ich die vier Weltgegenden. Mhm. Das sind die vier Ecken in deinem Tetraederspiegel. In diesen großen, wo ich in der Holoarithmetik drauf eingehe, in den Grundprinzip, in diesem großen Grundprinzip der göttlichen Schöpfung, dieser Schöpfungsmatrix. Und wenn wir das jetzt durchlesen und wir schauen uns die Wörter genauer an, dass sie aus einer Spiegelung an einem ebenen Spiegel und einer anschließenden 180-Grad-Drehung um die zum Spiegel senkrechte Richtungen zusammengesetzt wird. Das ist das, was ich den Raumspiegel nenne. Eine physikalische Fragestellung ist nun, wie sich ein physikalisches System in einem bestimmten Zustand verhält. Ein physikalisches System ist was Gedachtes. Ich muss zuerst einmal das zweite Gebot halten, dass da außen nichts ist. Alles, was existiert, existiert hier und jetzt in meinem roten Kopf. B, Rashid, im Mitt dieses Kopfes, ich bin du, wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie ich mir das ausdenke. Ja. Und dann werde ich dir plötzlich zeigen, dass diese ganzen Formen, die hier irgendwo auftauchen, ich habe zum Beispiel hier die Planck-Einheiten, da ist es im letzten Selbstgespräch auch die Leitung abgerissen. Dass die zuerst einmal allsam immer zuerst auf den Wert 1 zurückgeführt werden. Und wenn wir die uns jetzt da unten anschauen, hast du schon einmal Wurzel, Wurzel, Wurzel. Ja. Wir wissen, du kannst hier das Ding schon mal auf Null setzen. Ja. Was jetzt interessant ist in dem Wahnsinn, das ist das hier. Wer hat es entdeckt? Wer hat es gesehen? 1,616 mit 35 Nullen nach dem Komma. Also du musst jetzt hier da 0,35 Nullen nach dem Komma und dann kommt die 1. 8 Nullen nach dem 44 Nullen nach dem Komma. Es ist Hirnwichserei, das als hundertprozentig sicher bewiesen anzusehen. Wie geistlos ist ein Affe, der das nachäfft und meint, das ist alles bewiesen, nur weil es logisch in der Rechnung aufgeht. Naturwissenschaft ist ein riesengroßes, gigantisches, arithmetisches Gartenhaus, in dem die unteren Karten, auf dem das Ganze aufgebaut ist, erstunken und erlogen sind. Stogmen sind. Das muss mit Holofeeling aufhören. Mhm. Natürlich auch die Planck-Temperatur, 32 Nullen hinten dran hängen. Nach oben, Kelvin-Temperatur. Das ist Wahnsinn. Und das Ganze reduziert sich dann jedes Mal auf die 1. Über die Sprache sieht es ganz anders aus. Aber was vielleicht für dich interessant ist, ist dieser kleine Wert. 434. Du landest zwangsläufig immer bei der 43, 34. Diese schöne Spiegelung, wenn ich jetzt weiß, dass die 4 ja eigentlich dann im Griechischen, unsere griechische 4, das Dalet, ein Dreieck ist. Ja. Hüben 3 und drüben 3. Und das sind die vier Phasen im Einheitskreis, wo der Plus-Plus oben praktisch dicker hier mit drin hängt, weil der eigentlich nicht sichtbar ist. Das ist dieses Spiel zwischen These, Antithese, Synthese. Das sind die drei, die ich mir denken kann. T-Rei, das ist ein geöffneter Spiegel, unser Spiegelraumkante. Und die rote Fühl ist der Abschlussdeckel. Und da können wir jetzt natürlich für jede Kleinigkeit unheimlich viel erzählen. Aber dafür haben wir ja die Ohrenbohrungen. Ja. Dann funktioniert das alles bestens. Und wenn jetzt Kritik, irgendwelche Religionskritik, all das Ganze ist bleiben Gedanken. Ist es so schwer zu begreifen, was ist jetzt da? Was verändert es an mir, wenn ich einen Stoffwechsel in mir erlebe, einen ständigen Stoffwechsel in mir erlebe, was verändert es an mir selbst? Nichts. Es ist gerade jetzt, ich rede jetzt einmal wieder von Brösel zu Brösel, wenn ich jetzt das Alter von der Irene habe, die Irene geht jetzt langsam auf die 70 zu. Auf die 80, Entschuldigung. Die Helene. Helene. Das ist dieser Wechsel, der Knick. Dann ist die große Frage, wenn ich auf die 80 zugehe, auf die Weisheit. Wenn du an dich denkst,
Was ist jetzt der Unterschied, ob dann die jetzige Helene denkst oder du denkst die 20-jährige Helene? Du tauschst deine Information aus. Dann kannst du sagen, ja, die bin ich ja jetzt, die andere ist ja bloß ein Gedanke, die war ich. Jeder Gedanke, den du denkst, ist hier und jetzt. Das ist ein Stoffwechsel. Ja. Es ist, vor was hast du Angst? Was zu verlieren? Das Thema hat man doch mit dem Toni, unsere schöne Toni-Geschichte. Das Wachwerden erfordert erst einmal, dass wenn du jetzt wirklich wach wirst, wenn das alles in dich implodiert, wenn du wach wirst, dann ist alles, was du dir ausgedacht hast, fällt für einen Moment in dich zusammen, in das absolute Nichts. Das ist der Punkt, wo du das Buch, das du zurzeit liest, dieses Leben, das du lebst, ins Bücherregal zurückstellst und da bist du für einen kleinen Moment ich. Da ist aber keine Information da. Dieser Moment ist ewig. Lang und ewig, kurz gleichzeitig. Das ist das Schöne am Einheitskreis, wenn du das jetzt mit dem Spin verstanden hast, dass wir in dem Einheitskreis, ich mache das einmal so, wir haben in dem Einheitskreis, zuerst einmal die 1, ist jetzt 1 groß oder klein? Und dann machen wir die Sinuswellen rein, den Halbsinus, den Drittel, den Fünftel in der Fourier-Transformation. Und jetzt beginnt man den Fehler, dass diese ganzen innenliegenden, schnelleren Sinusschwingungen, wenn man das auf dem 1, wo dann herausgeneriert wird, was ja außen nie was ist, hängt immer an dem Mittelpunkt fest. Ja. Und die musst du eigentlich oben an die 1 anlegen. Das ist das schöne Spiel, wo ich diese Videos dann habe, wie sich die Fourier-Transformation aufbaut. Ja. Man müsste bloß einmal selber denken, jetzt müsste man sich aber interessieren für die Wissenschaft. Wenn du dich für die Wissenschaft interessierst, für die Quantenmechanik, gehst du in eine Sackgasse rein. Außer du hast Holofeeling, dann ist es ein hochspannendes Spiel, wenn wir diese Formeln anschauen. Mhm. Ich sage, ich erkläre dir dieselben Formeln, wir verändern ja nichts am bestehenden Wissen. Das ist das absolut wundervolle an Holofeeling, dass egal was einer behauptet, der ja recht hat, ich erkläre bloß, welche Facette aus welcher kleinen Kollektion er zurzeit zur Anschauung bringt, was er schon meint, es wäre der Weisheit, der göttlichen Weisheit, absolut letzter Schluss. Mhm. Dieses Festhalten an dem Wissen, das einem logisch erscheint. Ja. Das ist das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat, weil das Wissen, das du rezitierst, anfängt hier beim Darwinismus, wie die Trockennasenaffen entstanden sind, das ist so geistlos nachgeäfftes Wissen, nichts leichter lässt sich widerlegen wie dieser Darwinismus oder auch die ganzen religiösen Thesen von Theologen, die mit Vergangenheit arbeiten. Ja. Was ist mit dem Satz, wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich. Und ich sage dir, ehe ein Jesus war, bin ich. Weil wenn ich mir einen Jesus nicht ausdenke, der behauptet hat, denke ich mir jetzt, dass er schon vor Abraham war, bin ich vor dem Jesus in dieser Hierarchie. Ja. Weil ich mir jetzt an Jesus ausdenke, von dem ich mir denke, dass er gesagt hat, ehe Abraham war, war ich. Aber ich behaupte jetzt, dass es mich gibt, diesen Menschen, Udo Petscher, bist du. Weil was bin ich, wenn du mich nicht denkst? Ja. Ich setze dich an den Anfang, nicht irgendeinen Gedanken von dir. Dich, Geist, der du mich jetzt sprechen hörst. Du bist der Geist, der jetzt träumt. Und es gibt nichts und niemanden, den du denken könntest, der mächtiger ist wie du. Das erwähne ich immer wieder. Und du wirst feststellen, beim ersten Mal hören, rauscht es durch. Das nimmst du nicht für voll. Es geht hier nicht um deine Gedanken, sondern wer erschafft diese Gedanken und wer erlebt die Gedanken, die er selber erschafft. Wo befinden sich diese Informationen? Das Wort selber gibt dir schon die Antwort. In dir drin. Jetzt wollen wir, wenn Latein dazu nehmen, dann erkennst du plötzlich, dass eine Information eine Form in dir ist, die eigentlich gar keine Form ist. Dazu muss ich nämlich, denk an die Kammer obscura, eine Kammer mir aufspannen, was ja genau genommen die Kammer ist ja nicht, heißt eine Kiste, sondern ein Gewölbe. Genau. Das ist ein Gesichtsfeld, das du hier aufbaust aufgrund der 2 Vorabrillen, das genau genommen dann 4 sind, wenn wir es anschauen, das sind schon die 4 Seiten. Mhm. Und das Obskure ist Krishna, das ist die Finsternis, das ist dia positiv, dia negativ, dieses Spiel. Wenn wir die zusammenlegen, wird es nichts. Wir brauchen diese Unterschiede, du brauchst immer einen Unterschied. Ja. Du brauchst zu dem Geräusch die Stille. Mhm. Den Unterschied. Die schwarze Schrift auf dem weißen Blatt Papier. Okay. Was ist der Unterschied, den ich bin? Du gibst eine Ohrenbarung, eine Schrift, wo ich dann ganz klar frage, was ist der Unterschied als Ding an sich? Wenn du jetzt Schrift anschaust auf einem Fetzen Papier,
Der Unterschied ist nicht die schwarze Farbe und es ist nicht das weiße Blatt Papier. Es ist ja nicht irgendwo dazwischen. Aber was bedeutet da ZW-ischen? Das Wissen, DA 470 gelesen, die geöffnete Schöpfung bzw. ein geöffneter Augenblick, das ist DA 470, was ja das Wissen ist, ist ZWAF, die Geburt von was doppelt aufgespannt. Genau. Du merkst, die Worte waren so extrem selbsterklärend. Und Ischen hast Schlaf und etwas vor sich hinträumen. Mhm. Isch ist die Gestaltwerdung für einen kleinen Moment. Ich lieh. Es erscheint mir so. Es kommt zu mir und es erscheint mir so, als wenn ich jetzt einen Computer vor mir habe. Mhm. Der genau genommen, der Computer, den ich in einer gewissen Entfernung vor mir sehe, ehe, ist in mir drin meine Information und genau genommen ist er nur auf meiner symbolischen Farbe auf meinen beiden Augen, B-Ecken, Ballonecken, Punkt. Ja. Das ist es. Und jetzt ist immer die Zukunft. Was bringt uns die Zukunft? Und da könnte ich jetzt nur bitte den Kirchhoff, hör dir den Kirchhoff an, aber mit Holofeeling im Hintergrund. Wisse, dass das auch nur ein Pixelmännchen ist, macht dir jeden Moment bewusst, was jeder Zusammenbruch, die Krise der Naturwissenschaft. Dich werden diese Figuren, diese Affen in deinem Traum so gut wie gar nicht mehr interessieren. Ja. Oder darfst du jetzt nicht urteilen in denen, die dir sympathisch sind oder unsympathisch sind? Wir haben doch den Stoffwechsel, den Metabolismus. Ich bin auf den Pol nur sehr, sehr oberflächlich eingegangen. Das Meta habe ich etwas genauer erklärt, denn Polis war ja der Wurf eines Wurfes. Aber dann habe ich das Wort Poli noch mit angesprochen. Da kommt übrigens das Symbalein und Diabalein, das Zusammenwerfen und das Auseinanderwerfen. Das steckt da mit drin in den Stoffwechsel. Ein ständiges Zusammenwerfen, ein Einatmen und ein Ausatmen, ein Auseinanderwerfen von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke, von Moment zu Moment. Und du merkst, wie präzise diese Deutsch-Ivrig-Sprache, die alles beschreibt. Und ich sage immer noch nebenher, ich mache das Spiel erweitert, ich kann in allen Sprachen der Welt, wenn du das hast. Wir können das auch in die Sinologie, in das Chinesische, in das Asiatische reingehen. Da macht man natürlich einen Bruch, weil wir in ein vollkommen neues Betriebssystem reingehen. Darum sage ich, du hast mit dem jetzigen schon genügend zu tun. Ja, stimmt. Ja. Das geistlose Nachäffen vom Wissen, das man vom Hörensagen kennt, hat mit Weisheit nicht das Geringste zu tun. Nein. Zeig mir die Weisen deiner Welt, bis auf ganz wenige, die dann immer wieder aufbegehren. Das ist ein tiefes Gefühl von Gewissheit, das du kriegst, dass das so ist, wie ich es dir erkläre, ohne das irgendjemandem erklären zu können, musst du auch gar nicht. Wem willst du denn was erklären? Ich mache Selbstgespräche. Ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Und wieso mache ich das? Weil du das träumst. Und wieso träumst du das? Weil ich, UB, dir das jetzt träumen lasse, weil das vorgesehen ist in deinem jetzigen Programm, in deinem jetzigen Leben. Darum sage ich, dieses Leben ist ein ganz besonderes Leben. Ja. Du hast nämlich die Möglichkeit, hier auf eine nächsthöhere geistige Ebene zu wechseln, wach zu werden. Und jetzt könnte ich nur wieder zum 100. Mal den Calvinismus ansprechen, der definitiv sagt, was du für eine Rolle spielst in deinem Leben, selbst wenn du jetzt ein korrupter Politiker bist, ein Professor bist, ein Chefarzt bist. Schau einfach in dich rein, warum du das magst, was du magst. Sei einfach mal selbst ehrlich, du magst es, weil dein Intellekt, dein Programm, dein Schwamminhalt dir das vorschreibt. Mhm. Darum bist du auch jetzt, wenn du an dich denkst, wieder ein Männchen oder ein Weibchen. Aber das sind alles Informationen von dir. Du bist der Geist, der das erlebt. Du erlebst dich als Mann oder du erlebst dich als Frau. Wenn du das einmal verstanden hast, dann lächelst du bloß noch über den Genderwahn, was besser oder schlechter ist. Es ist wie Basel, die Frau und der Mann und der Penis. Das sind Baselteilchen, die gehören unter ein paar zusammen. Das ist übrigens auch das Prinzip von systemrelevanten Parametern und nicht systemrelevante Parameter. Ja. Das ist so eine Metapher mit meinem Kabelsteckerbeispiel. Kabel ist wie der Abel. Und der Abel ist der Hebel, das hebräische Wort für Abel, das heißt eine Nichtigkeit. Das ist zum Beispiel ein kleiner Kabelstecker im Auto. Unser Systemparameter Automobile, Selbstbeweger funktioniert nur, wenn der so zusammengesetzt ist, dass er auch funktionsfähig ist. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass der Motor, die Reifen oder das Getriebe zum Fahren wichtiger sind, wie ein systemrelevanter Kabelstecker. Mhm. Der Kabelstecker, der den Strom zur Zündung liefert. Wenn ich den abziehe, kannst du nicht fahren, dann funktioniert das System nicht.
Genau. Das ist dieses Beispiel, lass es auf dich wirken, ich kann den ganzen Motor rausbauen. Wenn ich den Kabelstück abziehe, ich habe dasselbe, das System funktioniert nicht. Vorausgesetzt, es ist ein systemrelevanter Parameter. Jetzt kann ich mir zum Beispiel an einen anderen Kabelstecker in dem Auto denken, nämlich der Kabelstecker, der an dem Lämpchen der Kofferraumbeleuchtung steckt. Wenn ich den abziehe, es kann sein, dass du das vielleicht ein Jahr lang überhaupt nicht merkst, dass der weg ist. Weil tagsüber, wenn du den Kofferraum aufmachst, siehst du es nicht. Und wenn du nicht irgendwann einmal abends den Kofferraum aufmachst und die aufhört, hey, da brennt ja kein Licht. Ändert es an dem normalen Betriebsmöglichkeit des Fahrzeugs überhaupt nichts. Genau, ja. Aber jetzt kommt der große Trick unserer zwei Seiten. Zu jedem systemrelevanten Parameter gehört ein system nicht relevanter Parameter. Und wenn ich dieses entsprechende Tal wegmache, ist auch der Berg weg. Genau. Das heißt, ich brauche auch dieses Nichts des Tals für den Berg. Ich brauche die Krankheit im Hintergrund, um mich gesund fühlen zu können. Mhm. Und ich brauche die Finsternis, wenn ich sage, jetzt ist es hell und natürlich jedes Mal umgekehrt. Aber was dich jetzt interessieren sollte, ist die Synthese von beiden. Das ist in dem vorhergehenden Selbstgespräch ein Widerspruch, wenn ich das immer wieder sage. Es geht nicht um gesund oder krank, sondern um den Mittelpunkt, weil der Mittelpunkt jetzt eine dimensionslose Information ist, dass ich aus einem Kreis und einem Dreieck einen Kegel macht. Es ist eine höhere Dimension und die höheren Dimensionen werden dimensionslos. Das ist übrigens auch so eine Sache in der Geometrie, dass die mit aller Gewalt dann eine Vierdimensionalität, eine Fünfdimensionalität, wenn die von höheren Dimensionen sprechen, das ist alles Blödsinn. Es hört bei vier Dimensionen auf. Wir haben den Ruck, wir haben die vier Weltgegenden und dann ist Schluss. Ja. Alles andere hat nichts mehr mit Dimension, mit Auseinanderfließen zu tun. DI, die Öffnung deines Intellekts, ist Mens. Dimension heißt ja schon, DI auf Hebräisch ist die Öffnung deines Intellekts, ist genug. Eine genügende Menge. Das ist der Moment, der jetzt für einen winzigen Moment da ist. Wie lange dauert ein Moment? Zack. Das Jetzt, wie lange dauert es jetzt? Jetzt kannst du dann wieder in Philosophiebücher reingehen. Ich habe so einen dicken Schmäge über Bewusstseinsforschung und die sagen ungefähr 3 Sekunden, die Schwachköpfe, weil es das auch wieder noch plappert. Wobei das DRI, ein geöffneter Spiegel, dann schon wieder ganz anderen Sinn gibt. Oder DRI ist die Generation eines Trümmerhaufens. Ja. Das ist 3. DRI, gelesen, 4-270-10, in Zahlen gesprochen. Mhm. Müssen wir ein bisschen sich auskennen mit göttlicher Matrixprogrammierung. Und das Schöne ist, man muss es nicht wissen. Das ist ganz elementar, dass ich dir jetzt als Gotteskind sage, das Erste, und dann lassen wir es gut sein, du musst keine Angst haben. Solange du noch Angst hast, vertraust du mir nicht. Das heißt genau genommen, du vertraust dir selbst, dich deinen eigenen höheren Selbst. Auch die Sache mit der Selbstheilung. Du wirst dich von selbst wieder heil machen, wenn du lange genug auf dich eingeprügelt hast. Und ich sage, wir müssen jetzt immer wieder trennen, reden wir jetzt von irgendwelchen Gedanken, von Menschen, die wir uns ausdenken, aber die musst du dir keine großen Gedanken machen, weil Gedanken, Existenzen sind nicht für die Ewigkeit geschaffen. Lass die Toten ihre Toten wegrauben. Schau dir das Spiel an und denk dir deinen Teil, aber versuch das nicht irgendeinen Gedanken zu erklären, dass das ein Blödsinn ist, was er macht. Ja. Egal wer es ist. Oder denkst du an einen Geist, an einen bewussten Geist. Das ist natürlich ein ausgedachter Geist, ist kein Geist. Da gibt es in einem Raum gibt's nur einen Geist, das bist du. Ich kommuniziere jetzt mit dem Geist, der sich eine eigene Welt ausdenkt. Du bist der Einzige, der diesen Traum erlebt. Was du erlebst, hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Das heißt, mit welcher Mensch du zu sein glaubst. Das heißt, welches Programm zurzeit in dir läuft. Ja. Welches Leben. Und das, was in dir läuft, läuft immer hier und jetzt in diesem Spiel ab. Darum sage ich, du kannst jetzt ein Mittelalterleben genauso leben wie irgendein Science-Fiction-Leben im Jahr 2300. Es ist Bild, Bild, Gedanke, Gedanke, das ist der Stoffwechsel. Die Möglichkeiten oder die Angstfreiheit, die du kriegst, wenn du verstehst, wenn du wirklich erkennst, was du selbst bist, dann geht es da fast nicht schnell genug, dass du endlich einen neuen Film erlebst. Das ist aber auch wieder ein Wollen. Ich will und ich will nicht
treibt dich aus dieser Mitte heraus. Es geht um einen Zustand einer vollkommenen Gleichgültigkeit. Das ist dieser Beobachter, der das, was er beobachtet, in keinster Weise mehr wertet und darauf auch nicht mehr reagiert. Und jeder Moment, der kommt, ihn und diesen Moment unangetastet wieder zusammenfallen lässt. Dann legst du die Puzzlestücke, du schaust dir das Puzzlestück an, die Wertungen an in einen Riesenkomplex, lässt es in dich, legst es wieder in der heiligen Einheit an, das ja niemals herausgenommen wurde, genau. Nur herausgespiegelt. Gespiegelt. Das ist der große Trick dabei. Und dann wird das Leben richtig spannend. Und dein momentane Umfeld, jetzt mit der Corona-Krise, ist ein hochspannender Film. Lass dich überraschen, wie sich das weiterentwickelt. Aber vergiss dabei nie, du hast den Joystick in der Hand. Du steuerst trotzdem mit. Ja. Das ist die große Chance. Wenn du dich möglichst wenig einmischst. Und wenn du eine sehr feine Antenne hast, ob du vor irgendwas Angst hast. Hast du noch Angst vor Viren oder hast du Angst vor Impfstoff? Dann hast du mich nicht verstanden. Konstruierst du noch Zukunft? Was mache ich, wenn? Ich sage, schaust dir doch einfach an, was du magst. Und dann mach dir bewusst, warum du das magst. Erklär dir mal selbst deine eigene Logik, die du zum Denken benutzt. Das passiert mit Holofeeling. Ich erkläre dir eigentlich, wie deine eigene Logik funktioniert. Ja. Weil das Holofeeling-Prinzip ist universell. So, jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt spielen wir noch eine Runde Leben und lassen uns überraschen. Ja. Danke. Dankeschön. Bis gleich. Danke.